Herzlich willkommen zur Hashtag Zwillingtour. Eigentlich ist egal, was passiert. Sei es jetzt, wer Präsident wird, wer die Weltmeisterschaft gewinnt. Egal, ob wir jetzt hier in Oberhausen sind oder ob wir jetzt auch überhaupt auf Tour sind, Freunde, egal was passiert und egal was kommt, wir lassen euch nie mehr allein. Wie ein Raubtier in einem Käfig, deine Kran und ich ergeben mich. Smalltalk, DJs, VIP, Lieblingslieder auf dem Beat. Ich komm nicht klar, dass hier gib mir den Beweis, dass du nichts dagegen hast. Der Ball ist schon auf ihr Beinen, Karten, Federmann. Du bist nicht mehr allein. Hallo Welt, kannst du mich hören? Du darfst mich nicht beim Chatten stören. Mein Tagesablauf ist der denn ich bin blind. Okay, alle sprengen. 3, 2, 1, jump! Online, online, ich bin online, online. Bin ich pleite, muss Geld auf Seite. Ich stehe kurz vorm Schalter. Zeit, Alter. Guck mal, ich würde sagen, wenn du schon hier auf der Bühne stehst, zock doch mal ein paar Songs von dir. Freunde, viel Spaß mit Kai und wir sehen uns gleich wieder. D, behielten sie im Blick. Es ist niemals zu spät für den ersten Schritt. Alle Leute sagen, die Freunde sind bei ihm schon geplatzt. Und wieder ganz woanders aufgewacht, yeah. Mein Lieblingspulli eingepackt, die Erinnerung. Jeden Tag, sei doch mal stolz auf dich, du hast das, was auf keiner hat. Ey, lass mal sehen, dein eigenen Dresscode. Mein neues Liebling. Es ist wie früher.
down curtain. 4 years, no course. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I'm gonna shake it up, shake it up. Heartbreak is gonna break, 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 and the fake is gonna fade. Warnsignal. Und China Staff, und hat's geschafft, dich abzuhalten. Yeah, ich passe nicht rein. Falscher Ort, falsche Zeit. Also erstmal der Grüße an Frau Grün. Wir haben die so hart therapiert und wir haben die so lange überzeugt, dass wir irgendwann mal auf dem Schulfest auftreten durften mit unseren eigenen selbstkomponierten Fußballliedern. Und da ging das quasi los auf diesem Schulfest vor ein paar hundert Leuten. Und jetzt, zehn Jahre später stehen wir hier auf der Bühne auf unserer eigenen Tour. Das ist so krass, Freunde. Das ist unbeschreiblich, Freunde, wie sich das die letzten paar Jahre entwickelt hat. Also man muss wirklich sagen, wir haben immer davon geträumt. Und ich glaube, das Ding ist, und das ist ganz wichtig, wir alle haben Träume. Ich glaube, jeder Mensch hat Träume. Man muss nur daran glauben und immer weitermachen. Und dann gehen die auch irgendwann in Erfüllung, oder?